So, hier erst einmal die Fackeln wegnehmen. Die müssen wir jetzt eins da vorne hinjustieren, damit der Kies schön drauf fallen kann und sich abbaut. So. So, okay. Nachdem hier nur noch zwei Kiesadern über sind, haben wir da auch noch schnell Fackeln drunter und dann geht das hoffentlich endlich. Nein, da ist noch mehr. Ich habe mir schon Hoffnung gemacht, dass es aufhört. Dann ist er noch mehr. Hier hört das überhaupt irgendwann mal auf, Kies zu haben hier und. Ich muss eh schon mäßig eine Fackel rein. So, hier die beiden muss dann wieder den fallenden Kies aufhalten. So, jetzt ist es auch hier wieder vorbei. Tja, geht man mit Kies sinnvoll um? Das ist meiner Meinung nach. Man sieht halt auch, man kommt hier unten nicht wirklich weiter, wenn man sich so lange gräbt. Man hat danach nur viele, viele Steine im Inventar. Was so primär unser Ziel war. Moment. So muss das. Dann klappt das auch. Da haben wir auch noch den richtigen Ausleuchten-Rhythmus wiedergefunden. Und warum kann ich jetzt nichts mehr aufsammeln? Achso, ich habe wieder Feuersteine eingesammelt. So. Muss dann auch irgendwo mal Glas machen und so etwas mehr. Und für Fenster dann.
Naja, hat ja Zeit. Oh, da sind sogar Diamanten. Nicht mal so weniger. Ich würde aber fast vorschlagen, die lassen wir einfach hier unten drinnen. Werden wir später mal sehen, wann wir die abbauen. Aktuell haben wir eh nicht genug Platz dafür im Inventar. Außer uns geht die letzte Steinspitzhacke kaputt. Dann können wir die Diamanten auf dem Rückweg noch einsammeln. Aber im Moment würde ich wirklich fast sagen, wir lassen die einfach hier unten. Wenn wir sie dann mal brauchen, gehen wir runter und holen sie. Scheint mir fast logischer. So, lala. Plants vs. Zombies. Ich glaube, ja, das Spiel wird es gar nicht gegeben haben zu dem Zeitpunkt, wo diese Version draußen war. Muss aber auch sagen, dass tatsächlich die Musik in First PC Game, von dem dieser Soundtrack wahrscheinlich stammt, irgendwie aufwendiger war als die vom Handy, die ich habe auf dem iPod. So, lala. Aber schön insgesamt eigentlich hier alles. Es ist schwierig, das hier zu kommentieren, vor allem wenn man vorher nicht gesagt hat, dass man ein Thema besprechen will oder so ähnliches. Mir geistert zwar schon etwas durch den Kopf, worüber ich reden könnte, aber das ist zum Zeitpunkt, wo die Folge kommt, einfach schon viel zu lange her. Ist halt schade, weil dieses Projekt habe ich mir auch deswegen ausgesucht, kann ich ja jetzt sagen, weil ich als Student ziemlich schnell auf das Problem gestoßen bin, dass ich zu wenig Zeit habe. Ja, das geht. Auch die Studierenden haben zu wenig Zeit, vor allem wenn sie ein relativ zeitintensives Hobby mit dem, was ich tue, vertrödeln. Denn wenn ich studiere, bin ich ja nur am Wochenende zu Hause, wo der aufnahmefähige Rechner steht. Und auch nur hier habe ich das Equipment, was ich theoretisch brauche, für alles. Und deswegen kann ich nur am Wochenende produzieren. Und das schaffst du nicht, in einer Wochenfolge 7 Videos zuverlässig zu produzieren, hochzustellen und halt alles zu machen. Vor allem dann nicht, wenn man eigentlich sich auf Prüfungen vorbereiten sollte und ähnliches. Deswegen habe ich jetzt gesagt, dass ich in den Semesterferien hier alles vorproduziere. Und dann kommt sowieso wieder die Zeit, wo man sich denkt, eigentlich habe ich jetzt überhaupt keine Lust mehr auf dieses Spiel, ne? Das kommt, fällt dann hoffentlich ungefähr mit dem Zeitpunkt zusammen,
wo ich dann ja wieder nach Hause komme, quasi. Also nicht mehr nach Hause komme, sondern halt wirklich die ganze Zeit durchbüffel. Und dann kann ich dann in dieser Zeit ja nichts machen, kann ich mich voll aufs Studium konzentrieren. Muss nur eventuell über die Tage immer wieder was hochstellen, damit das auch alles kommt. Das ist nämlich das Einzige, was etwas schwieriger ist, als auch schon im Voraus hochzuladen. Das ist nicht so einfach. Aber auch damit kann man ganz gut rechnen. Und deswegen habe ich dann quasi immer so einen Marathon von 4 Monaten zehren und dann in immer so 1,5 Monate wieder nähren, den Vorrat an Folgen. Damit, wenn ich das richtig gut plane und richtig gut manage, komme ich auch noch Word. Das sind aber viele. Das sind viele blauen Diamanten, die wir hier so finden. Okay, es sind zwei. Oh ne, es sind drei. Wir haben keine Spitzhacke mehr. Ach, dann nehmen wir sie doch schon mit. Also sogar vier. Sie ansehen, dann würde ich sagen, nehmen wir die hier auch gleich noch mit. Und die, die wir ganz vorhin gesehen haben, auch gleich. Gott, wo waren die nochmal? Dafür muss ich, glaube ich, einfach nur ein Stück hoch. Frage ich, ist der Schleim auch noch da? Dann sterben wir gleich. Gott, wie viel hält die überhaupt noch? Oh ja, der Schleim ist noch da. Komm, wir gehen runter. So. Damit bleibt der Schleimer hinten in der Ecke und wir können hier in Ruhe abbauen. Oh. Super. Wow. Das ist umwerfend. Gut, wir haben hier noch einen Diamanten zum Abbauen. Oh, oh je. Ah. Okay, ich bin das jetzt am besten. Aber wir haben wahrscheinlich Steine. Gut, damit sollte hoffentlich klar sein, dass da zumindest irgendwas ist. Oh je, das sieht fast aus, als wäre Nacht. Mensch! Das ist halt irgendwie erstmal Nacht, als wenn ich hier hochkomme.